Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Janik Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute testen wir endlich den SoSpin P16 und P16 ST. Tischtennishelden, conquer the table. Ja, ich habe im September ja ein kurzes Video gedreht, wo ich euch gefragt habe, in welcher Form ich den neuen P16-Belag testen soll. Warum hatte ich euch gefragt? Weil dieser Belag besonders ist. Und zwar hat SoSpin einen Belag auf den Markt gebracht, wovon es zwei Obergummi-Varianten gibt. Einmal den P16, ein griffiges Obergummi, und einmal den P16 ST. ST steht für sticky, bedeutet leicht klebrig ist dieses Obergummi. Und dazu gibt es noch zur Auswahl drei verschiedene Schwämme. Ich kann sie hier mal zeigen. Es gibt drei verschiedene Farben. Eher so ein Cremeweiß, ein Orange und den Blauen. Die Mehrzahl von euch hatten sich gewünscht, dass ich pro Schwammfarbe ein Video mache. Und damit geht es jetzt auch los. Ich werde einige Parts von diesem Video standardisieren, wenn es um das Obergummi geht, und werde dann detailliert auf den Schwamm eingehen. Wir starten in diesem Video mit der langsamsten Variante, dem Cremeweiß, und in den anderen beiden Videos geht es dann um Orange und Blau. Ja, ich musste mir so einen kleinen Spickzettel hier machen, weil es sind einfach sehr, sehr viele Unterschiede bei diesen Belägen, vor allen Dingen auch von den Zahlen her. Bei dem Cremeweiß handelt es sich um einen feinpoligen Schwamm, der 51 Grad Härte hat, also die sich wirklich nur auf den Schwamm beziehen. Ihr kennt es ja vielleicht von Belägen, wenn andere Hersteller drei Beläge auf den Markt bringen, ist es meistens eine weiche, mittlere und härtere Variante, auch so hier bei SoSpin. Besonders hierbei finde ich aber, dass die weiche Variante, in dem Fall hier das Cremeweiß, nicht zu den absoluten, richtig weichen Belägen gehört. Also das kennt man ja, meistens ist dann die langsamste oder weichste Variante wirklich so ein sehr, sehr weicher Belag, wo man richtig reindrücken kann und den Belag lange spürt. Das ist hier bei dem Cremeweiß nicht. Also mit 51 Grad hat der schon eine ordentliche Härte, das sollte man nicht unterschätzen. Es ist also nicht geeignet für jemanden, der jetzt so einen butterweichen Belag sucht. Und dementsprechend, ihr wisst es vielleicht, etwas härtere Beläge, oder umso härter die Beläge werden, umso kürzere und schnellere Bewegungsabläufe sollte man haben. Warum das Ganze? Bei einem härteren Belag taucht der Ball kürzer ein in den Schwamm und dementsprechend kann er nicht so viel Spin aufnehmen, wie wenn man eine sehr langsame Bewegung hat. Also wenn ihr eine langsame Technik habt beim Topspin beispielsweise und ihr habt einen sehr weichen Belag, dann hat der Ball sehr, sehr lange Zeit, um in diesen Belag einzutauchen, um dann die Rotation zu erzeugen. Deswegen empfehle ich hierbei, bei diesem cremeweißen Belag, das ist schon so ein, für mich ein mittelharter Schwamm. Er hat sehr, sehr gutes Tempo. Wenn man das vergleicht mit dem P12, der ist auf jeden Fall ein Ticken langsamer noch als der P12, aber es ist auf jeden Fall, im Vergleich jetzt zu anderen Herstellern, es ist eher ein mittelharter Schwamm. Kommen wir zum Obergummi. Beim Obergummi gibt es zwei Varianten vom P16. Einmal den normalen P16, ein griffiges Obergummi, und einmal den P16 ST. ST bedeutet hier sticky, er ist leicht klebrig. Das merkt man alleine schon, wenn man den Belag auspackt, ist es so, dass der auf der Belagoberfläche so leichte Flecken, kann man schon sagen. Also es ist keine glänzende Oberfläche, sondern eher so eine matte, fast schon abgespielte Oberfläche, so sieht es zumindest aus. Es ist auch sehr unregelmäßig und wenn man mit dem Finger drüber geht, merkt man, er ist leicht klebrig. Er ist aber wirklich nicht extrem klebrig, so dass man einen Ball von der Platte aufheben kann, sondern nur in einem ganz kleinen Rahmen. Ich hatte den ST jetzt 4 Wochen getestet und er nimmt ein bisschen an Klebrigkeit ab. Ist klar, wenn man da mal drüber haucht und abwischt oder auch mal reinigt, dann nimmt die Klebrigkeit leicht ab. In Sachen Spin-Entwicklung, muss ich sagen, habe ich wenig Unterschiede gemerkt. Dass ich jetzt sagen würde, da sind ja 10 oder 20% mehr Spin drin bei dem Klebrigen, das habe ich nicht festgestellt.
Einen deutlichen Unterschied habe ich aber zwischen diesen beiden Varianten festgestellt im Ballabsprung. Und zwar hatte ich auch immer mal so probiert, dass ich die gleichen Schwämme hatte und nur die Obergummis vergleichen konnte, was sehr, sehr praktisch war. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Flugbahn immer bei der klebrigen Variante einen deutlichen Tick flacher ist. Das war bei allen drei Schwämmen so und ich kann euch auch nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht irgendwie wegen der Noppenstruktur oder wegen der Klebrigkeit. Es war auf jeden Fall deutlich zu spüren bei den Schlägen, dass der klebrige einen flacheren Ballabsprung hatte als der griffige Belag. Abschließendes Fazit. Ihr wisst ja, ich bin schon ein sehr, sehr großer Fan vom P12 gewesen und habe den auch bis vor dem Test dann auch gespielt. Und muss sagen, der P16 ist eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung. Anfangs war ich auch ein bisschen skeptisch, warum so viele Varianten, weil es sind ja im Grunde genommen 6 verschiedene Beläge, die ihr hier auswählen könnt. Aber es ist für denjenigen, der sehr genau und sehr fein steuern möchte, welche Härte er braucht und was für ein Obergummi der Spieler braucht. Das ist ja charakteristisch auch passend zu Soulspin, denn auch mit ihren Hölzern möchten sie da genau die richtige Abstimmung für den Spieler zur Verfügung stellen. Es ist allgemein ein Belag, der eher für reine Offensivspieler gedacht ist. Für Anfänger beispielsweise ist der P16 nicht geeignet, meiner Meinung nach. Einfach weil er viel zu schnell ist. Schon in der langsamsten Stufe hat der Belag schon ein sehr, sehr gutes Tempo. Es ist für einen Offensivspieler ausgelegt, der auch regelmäßig trainiert. Selbst mit dem cremeweißen Schwamm, also der langsamsten Variante, hat man schon ein sehr, sehr gutes Tempo, was man erstmal beherrschen muss. Für jemanden, der ein Allround-Spiel hat, der auch mal gerne passiv spielt und weiche Beläge bevorzugt, also richtig weiche, wenn wir jetzt so von 35 bis 40 Grad reden, für den ist das der P16 nicht die richtige Wahl. Für alle anderen, und das ist ja mittlerweile auch schon eigentlich so die Mehrheit in der Tischtennisszene, die sehr offensiv ausgerichtet sind, für die hat der P16 einfach den Vorteil, dass man sich hier genau aussuchen kann, welche Schwammhärte und welches Obergummi man braucht. Ich selber, wenn ich jetzt den Belag spielen werde, werde wahrscheinlich auf der Vorhand den schwarzen griffigen nehmen mit einem blauen Obergummi, also die härteste Variante und schnellste Variante auf der Vorhand. Auf der Rückhand dagegen werde ich in Rot den griffigen Belag nehmen und die langsamste und kontrollierteste Variante. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Bei der Vorhand kann ich dieses enorme Tempo des Blauen sehr, sehr gut handeln. Bei der Rückhand allerdings möchte ich Kontrolle haben, weil ich da allein durch meine Technik sehr, sehr viel Tempo erzeugen kann. Das heißt, das muss der Belag mir nicht geben, sondern da er die Kontrolle, die er mir geben soll. Ich habe auch verglichen mal die langsamste Variante hier mit dem weißen Schwamm, mit dem P12, den ich vorher gespielt habe. Er ist ein Ticken langsamer, aber ich habe das Gefühl, dass durch das Obergummi, dass ich da ein bisschen mehr Spin reinbekomme und auch von der Flugbahn passt es etwas besser zu meiner Technik. Und das wäre so meine Kombination. Aber da seid ihr frei, könnt ihr frei entscheiden und auch immer ausprobieren, welche Zusammenstellung euch von dem P16 am besten gefällt.